Okay, komm, wir rufen mal kurz Ben Fresh an. Ist so eine kleine Misse am Chillen, Bruder. Was geht ab? Hier, alles gut? Jo, alles gut, Wester, Ben? Ja, Mann, bei mir ist alles gut. Ich weiß gar nicht, hatte ich mal deine Nummer? Weil ich dachte ganz, ich hatte deine Nummer eigentlich. Bruder, wir haben eigentlich, glaube ich, immer nur auf Google Dings geschaut, als du hier in Hamburg warst, oder? Immer nur auf Instagram, ne? Ich glaube schon, Bruder. Also, wie geht's? Alles gut, Bro? Ja, Mann, mir geht's gut. Ich war gerade diese Sache mit Mo Abdallah am abchecken, euer Video. Ja. Deswegen, weil ich habe gerade mit Mo telefoniert. Mo ist ja ein Freund von mir. Ja, ich weiß. Ja. Genau, genau. Boah, das ist schon lange her sogar, wenn ich so überlege, ja? Das ist ja, und ich bin auch mit ihm eigentlich gut gewesen, schon lange her, 2018. Mhm. 2018, so, habe ich nur über ihn interviewt und so weiter, gegen Mo Smolley kämpfen sollte und so. Ja. Ja, Digga, ich hatte, wie gesagt, eigentlich gar kein Problem mit ihm, so, aber eine Aktion ist nur so passiert, wo auf einmal... Warte ganz kurz, Bruder, ganz kurz, weil ich bin auch auf Twitch live, weißt du, die Leute hören dich jetzt auch, weißt du, was ich meine? Nicht, dass auf einmal vielleicht du sagst was mir im Vertrauen, aber du wolltest nicht, dass das... Achso, ja, nee, alles ja. Gut, das Ding ist, ey, ich brauch doch nicht, Digga, lügen oder eine Story erfinden, weißt du, ja. Das, was ich gesagt habe davor, werde ich auch wiedergeben. Und zwar, wie gesagt, ich hatte also nichts gegen Mo. Mhm. Digga, ich kenne ihn auch lange, wie gesagt, seit 2018, ich habe ihn interviewt. Mhm. Auch als er gegen Sinan G kämpfen sollte, habe ich ihn auch interviewt. Also ich habe nie böses Blut. Mhm. Nur, ich sag mal so, guck mal, ich war ja schon vor Mo hier bei Universum. Ja. Und ich habe sogar Mo selber vorgeschlagen. Ich weiß ja, was alles durchgemacht hat und so, dass er Knast war, dies, das, bla bla bla. Und da meinte ich sogar zu ihm von mir aus, Mo, komm mal Dings, wie heißt das? Komm mal Universum. Und er hat mir sogar Dings Flyer zugeschickt, wo er und Sinan G drauf waren. Die wollten gar nicht Dings kämpfen, Universum. Geplant war erstmal eine andere Veranstaltung, weißt du? Mm-hmm. Und dann war ich so, Digga, komm mal Universum und so, weil ich ihn kenne, weil du weißt doch, ich würde genauso auch zu dir sagen, ey, weil wir uns kennen, komm, du weißt, wenn jemand mit jemandem streitest und ich bin gerade Universum, komm, klärt das im Ring, weißt du, so war das. Und dann meinte er so, nee, wir machen unser eigenes Ding und irgendwann später ist er dann doch hier Universum gelandet und die Sache ist dann Universum passiert. Mm-hmm. Im Großen und Ganzen, man kann viel reden, nur ich verstehe nicht, wie viel Geld er von Israel bekommen hat oder warum er so famegeil ist, weshalb er auf, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf unsere Freundschaft scheißt. Ich sag nicht so, dass ich jetzt mit ihm so BF war, aber wir haben uns gut verstanden, wie ich das meine. Ja, aber warte mal, mein Bruder, warte mal ganz kurz, weil du bist gesprungen jetzt. Weil ich verstehe gerade den Zusammenhang überhaupt nicht. Also nein, das andere, was ich erwähnt habe, ist egal. Ich wollte nur damit sagen, so auf den, dass ich mit ihm einen engen Bezug hatte. Wir haben auch intensiv geschrieben über Sachen. Wie gesagt, er schenkt mir nicht umsonst Rosen und Herzen. Versteht ihr, was ich meine? Ich will nur sagen, wir haben uns über sehr, sehr viele Sachen unterhalten. So dass es für mich immer noch komisch ist bis heute, warum er so reagiert hat. Verstehst du, dass die Sache ausgeartet ist, dass wir uns streiten? Mhm. Verstehst du? So für mich, ich habe ein Video hochgeladen, was schon von mehreren hochgeladen worden ist, sag ich mal, unser Sparring, was wir gemacht haben, als er hier in Hamburg war. Und die Absprache war mit Universum, ja, macht mal Sparring und das locker. Ja. Digga, ich bin aus der Türkei gekommen, ich hatte da meine Zähne gemacht, ich hatte da Zahnschmerzen und so. Ich meinte, okay. Das soll lockere Sparring sein, okay, ich mach mit Mo, ich lockere Sparring und ich kenne ihn. Okay, wir machen locker, wir wissen, was locker bedeutet. Er ist kein Sportler, ich bin kein Sportler. So, da haben wir locker gemacht, wurde aufgenommen. Ich habe nicht mal das Video hochgeladen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Sinan G hat darauf reagiert, später hat auch Ringlauf darauf reagiert. Danach habe ich das irgendwann, als die Sache durch war, auf meinen Kanal hochgeladen. Ganz kurz. Weil guck mal, wir müssen ja eine Sache festhalten, ne? Du musst ja sowieso gar nicht rechtfertigen, nur... Weil wir haben mit Mo telefoniert und ich habe auch den Chat gesagt, guck mal, ich kenne Ben auch so, wir schreiben manchmal, wir haben uns noch nie gesehen, ja. Aber wir verstehen uns, weißt du? Und es wäre korrekt, dir auch einfach mal deine Seite zu hören, weißt du, was ich meine? Natürlich. Aber ich muss sagen, wenn du vor allem sagst, ihr habt gutes Verhältnis gehabt, weil Bruder, der sieht in diesem Sparring sehr schwach aus, weißt du, was ich meine? Das war ja nicht, ich weiß, das ist ja auch das gewesen, weshalb Leute dachten, ja okay, ich poste das, um ihn irgendwie zu triggern. Bro, ich habe auf meinem Kanal Sparingsvideos hochgeladen, wo ich sogar kassiere. Weißt du, so bin ich. Ich bin ein Mensch. Ich mach nichts vor. Weißt du, was ich meine? Das ist dieses, was ist daran schlimm? Weißt du, ich bin Kampfsportler, ich kann auch ein Sparring hochladen. Ich muss nicht immer hochladen und auf den machen. Ja, Digga, ich bin immer der Heftigste. Verstehst du, was ich meine? Und ich habe mir auf den dabei nichts gedacht. Ich dachte, ich lade es einfach nur so. Und das war auch locker. Von mir war das auch locker. Auch so wie auch von Mo war das locker. Verstehst du? Du siehst auch, ich hau auch gegen Deckung. Und das waren alles... Digga, nicht mal 100% Schläge, weißt du? Und er hat meine Nummer, ich habe ihn sogar eingespeichert, Mo Abdallah. Er kann mich überall kontaktieren und sagen, ey Ben, weil wir ein gutes Verhältnis davor hatten, könnte er schreiben, ey Ben, ganz ehrlich, das Video, was du hochgeladen hast, Digga, lösch das mal. So auf ganz entspannt, weißt du, boah, ich bin kein Dumper,
er hätte das Video sofort gelöscht. Also hat er das gar nicht gesagt, dass du er hat das... nichts gesagt, hat dann einen Bitch-Move gemacht, so hat mich direkt entfolgt auf Instagram. Auf einmal sollte er war er hier in Hamburg Universum, hat mir nicht per Hallo gesagt, obwohl unser Verhältnis da sparig eigentlich auch korrekt war. Wir haben sogar in der Dusche uns zusammen unterhalten, so auf dem, nicht dieses, nach auf dem, wie er uns Sinan G mit Umarmung und so, aber wir haben uns einfach unterhalten, weil er auch duschen musste und er meinte ja so, der hat was zugelegt. Ne? Ich sag, ja, weil wir uns auch von früher kannten, weißt du, was ich meine? Mhm. Eigentlich war verhältnismäßig zwischen mir und Mo, wie gesagt, alles cool, bis er dann nicht darauf klarkam, dass ich dieses Schwari-Video, was schon bereits von Leuten durchgekaut worden ist, hingespuckt worden ist. Ich habe das nur wieder aufgenommen, verstehst du, und gekaut. Und auf einmal ist er sauer auf mich. Aber ich habe eine Frage ganz kurz, weil du weißt ja, das ist so diese, bei Loyalität ist immer ein dehnbarer Begriff, weißt du, was ich meine? Nee, Bruder, das hat nichts mit Loyal zu tun, Bruder. In dem Sinn hat das mit Loyal nichts am Hut. Hätten wir Schwari gemacht, und das Video, was wir dann gemacht hätten, vor Ort hätte gesagt, okay, das veröffentlichen wir nicht, das bleibt nur ein Sparring unter uns. Mhm. Dann hätte ich, ich bin doch kein Dummkopf, da hätte ich doch nicht auf Hinter, hätte ich das Video hochgeladen. Was bringt mir das? Weil Mo meinte, dieses Sparring war eigentlich nur für Dings, für Universum, um halt ein paar Szenen, paar Schnittszenen einzubauen, weißt du? Und er meinte, das war nur für Universum, um ein paar Schnittszenen einzubauen in so ein Video. Genau. Du hast jetzt dieses Video genommen und hast das dann gepostet. Also halt, es war nicht von vornherein geplant, dass das ganze Video so als Stück veröffentlicht wird. Ja, aber Bro, das Ding ist, Universum selbst und Edmund hat darauf reagiert und sogar Sinan G, deswegen sag ich ja, die haben vor mir darauf reagiert. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist der Punkt. Bro, ich habe nur das hochgeladen, ne? Ja. Nachdem die das schon längst veröffentlicht haben. Verstehst du, was ich meine? Da dachte ich mir so, okay, wenn die das veröffentlichen, und Mo hat sogar da mir nicht geschrieben, obwohl die Leute schon geschrieben haben, ja, Ben, sieht da dominant aus und bla bla bla. Und ich habe Wochen später das dann einfach hochgeladen, weißt du, weil ich dachte, okay, ich lade das mal hoch und habe sogar noch in der Beschreibung geschrieben, Leute, daraus kann man nicht ziehen, wer der Bessere ist. Ich kenne Mo, wir sind Freunde, bla bla bla. Es war nur ein Sparring auf showmäßig. So. Guck mal, meine Meinung, ne, in der Sache, also vor allem, weil Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, er sieht sehr, sehr schwach aus in diese Dings. Sehr schwach. Weißt du, was ich meine? Und du siehst nicht nur dominanter aus, sondern halt einfach so technisch alles. Er sieht schlecht aus, Bruder. Und ich glaube, für einen Freund, weißt du, ich glaube, das ist scheiße, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Ja, das heißt, kannst du mir bitte das erklären, wieso, wenn Mo wirklich was dagegen hatte, wieso er nicht, als das Video von, wo Edmund darauf reagiert hat oder CNG darauf reagiert hat, wieso er mir da nicht geschrieben hat und, oder generell Universum aufgefordert hat, das Video komplett zu löschen und nicht zu posten. Okay. Weil im Endeffekt, ob ich das jetzt hochgeladen habe oder nicht, ich habe die Kommentare durchgelesen, Leute haben mir sogar Screenshots geschickt, die ganze Zeit meinten, Digga, Ben, wie du genau hast, obwohl ich meinte, so Leute, entspannt euch, das war nur Spaß, auf locker flockig, mhm. Da kann man nicht daraus ziehen, wer der Bessere ist. Bruder, ich muss mich rechtfertigen, weil ich Mo kenne, aber Mo hat mir nicht geschrieben, dass, abgesehen von meinem Video, was ich hochgeladen habe, das ist irrelevant, verstehst du? Aber Leute haben schon das gesehen, was da passiert ist. Was sollte man großartig da rausschneiden, Bruder? Mhm. Er hätte mir schreiben können auf WhatsApp. Ich habe seine Nummer WhatsApp eingespeichert. Verstehst du? Ja. Er könnte mir auch auf Instagram schreiben. Ich hätte darauf reagiert. Ich bin kein Hund, der gesagt hätte, okay, ich lasse das Video drin. Hätte Mo mir gesagt, Ben, ganz ehrlich, das Video ist Quatsch. Lösch mal, albern. Direkt hätte ich gelöscht. Mhm. So auf jeden Fall, ich habe das ja als freundschaftliche Ebene noch gesehen und dachte, okay, das war ein Sparring, weil er hier war. Wir haben auch korrekt getanzt zusammen und das war's. Mehr habe ich nicht gedacht, verstehst du? Aber dann ist die Sache so ausgeartet, dass wir jetzt mäßig auch Feinde sind. Verstehst du, was ich meine? Weil er kommt in mein Gym, nachdem er in Mannheim, als ich gekämpft habe, mich geschubst hat, dies, das. Das habe ich gesehen. Gym und will mir, also haut mir eine Ohrfeige mäßig. Verstehst du, was ich meine? Ja. In mein Gym. Ja, also ich habe das mit dieser... Warum geht das nicht? Das mit Mannheim habe ich gesehen, mit diesen Schubsen. Ja. Jetzt natürlich mit dieser Hintergeschichte kann man ein bisschen alles so nachvollziehen, weißt du, wie das sich so entwickelt hat. Das hört sich ja so an wie, Bruder, so eigentlich, ihr wart Freunde so. Aber eine Sache hat so, so wie ich ihn kenne, ne, war nachdem diese Sparring war und das so in die Öffentlichkeit dann, vor allem wo du dann auch das hochgeladen hast wahrscheinlich, ne? Nee, Bro. Das hat nichts mit mir zu tun, Bro. Du verstehst nicht, Bro. Ich sage dir, ich weil, nicht. Weil anhand seiner Aussage hat das genau mit deinem Post zu tun, nicht mit den Posts von den anderen, weil ihr wart ja Freunde. Ja, genau, die Freunde, die anderen sind ja nicht wichtig. Ihr seid doch Freunde gewesen. Genau, aber Bro, diese Freundschaft zwischen mir und Mo
habe ich ja gerade gesagt, Bro, es ist nicht dieses gewesen mit, ja, ey, Mo, wir treffen uns jetzt mal hier und gehen jetzt einen Kaffee trinken. Wir sind nie zusammen Kaffee trinken. Ja, er war bei mir zu Hause, als er gegen Smalling kämpfen sollte. Das war 2018 oder 2018, 19, so, ich kann mich nicht daran erinnern. Jedenfalls, Bro, es war dieses, man hat sich gefreut, sich wiederzusehen. Verstehst du, er war in Hamburg, wir haben uns das erste Mal in Hamburg gesehen. Wir wollten uns davor schon immer also sehen, als er in Hamburg war, aber ist nie dazu gekommen. Und dann ist er gekommen und dann haben wir Sparring gemacht und dann dachte ich mir so, oh geil, wir haben uns jetzt gesehen, wir haben entspannt Sparring gemacht. Verstehst du, was ich meine? Ich habe mir ja nichts dabei gedacht. Da musst du auferstehen. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, ich poste das jetzt und mache jetzt Welle. Ja, ich habe jetzt hier gegen Mo Sparring gemacht. Das war einfach nur dieses, ja geil, wir haben jetzt getanzt, Digga, miteinander, Schwergewicht da, verstehst du, und fertig. Ich hab mir bei der Sache nicht viel gedacht, verstehst du, euch mal, weil ich ihn ja auch kenne. Und wie gesagt, vielleicht ist es ein Missverständnis, aber er hat meine Nummer und er kann wie ein Mann mir auch schreiben, ey Ben, die anderen haben das hochgeladen und so, ich habe die Kommentare gesehen und so, bla bla. Aber guck mal, albern, dass du hochlädst, löscht das einfach. Weil, Bruder, bei mir hat das nicht mal viel Klicks gemacht. Verstehst du, was ich meine? Die ganzen Klicks war bei Ring Life, hat, glaube ich, fast 100.000, bei Synergy 200.000 Universum auch. Wo die hatten alle mehr, deutlich mehr Klicks als die, Bruder. Ich hatte da schwer irgendwie mit was mit 100.000 oder mit 50.000. Verstehst du, was ich meine? Bruder, ich glaube, zum Beispiel, also ich verstehe auch von deiner Seite, weißt du, wenn du von deiner Seite sagst, ey, das war jetzt keine so dicke Freundschaft, dass er irgendwie jetzt von mir irgendwas erwarten kann, ne? Ja. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, guck mal, du hast ihn zu Universum geholt und so, das sind ja auch Gesten so, die auch eine Freundschaft, weißt du, stärken können. Das heißt, wenn ihr eh schon eine Beziehung hattet, vielleicht hat er einfach von dir sowas nicht erwartet, so. Das war so, nein, weißt nein, du, warum nein. du so, weißt du, ich meine? Nein, Bro, nein. Das hat nichts, Bruder, das ist so, guck mal, wir sind Männer, verstehst du? Der Typ, er ist alt genug, Bro, wir haben Sparring gemacht, das war lockere Sparring. Er sagt, er war nicht aufgewärmt, ich war auch nicht aufgewärmt, ich pflege meine Zähne am Wege da an dem Tag, ich habe mich gar nicht gefühlt, Sparring zu machen. Ich meinte so zu dem, Digga, meine Zähne tun weh. Ich habe das nur gemacht, weil Universum uns aufgefordert hat, es zu machen. Eigentlich war sogar angesetzt, 2 bis 3 Runden, meinten die, wollten die von uns sehen. Verstehst du, was ich meine? Ich habe mich darauf eingestellt, meinte, okay, diese 2, 3 Runden werden locker sein, so wie ich das auch gemacht habe. So. Und der Mo sagt, okay, auf einmal, ja, ich war auch nicht vorbereitet und bla und bla. Die haben sogar Mo gefragt, vor Mo war dieses, ja, egal, ich mach nur paar Minuten oder so. Verstehst du? Und ich meinte, ja, ich bin auch d'accord damit, Digga, warum nicht? Dann lass einfach ein bisschen machen. So, Punkt. Wir haben uns geeinigt. Aber eine Frage jetzt, ganz kurz, Bruder. Ich denke, also was für mich nur die Frage ist, aber siehst du irgendeinen Fehler in deiner Seite? Ich sage, ja. Fehler würde ich das nicht sagen, wie gesagt, das war ein Fehler, hätte ich das veröffentlicht, ohne dass irgendwie, keine Ahnung, Universum das veröffentlicht hätte, oder Edmund, oder Sinanji, oder andere, wäre das schon ein Fehler, so nach dem Motto, tschüss, was da los und so, Digga, keiner, weißt du, das Video sollte nur unter uns bleiben, wieso postet Ben das, aber da das Video ja, ne, draußen war, wurde ja veröffentlicht, verstehst du? Es geht ja nicht darum, was im Video passiert ist. Er und ich standen im Ring und haben Sparring gemacht. Es geht um dieses Board Sparring. Ja. Egal, ob er mir ein Ding gehauen hat oder nicht, er hat mich auch ein paar Mal im Sparring da getroffen, verstehst du, was ich meine? So, und es ist geht die um Geschichte darum, wahr oder gelogen? Um das gesamte ist Paket. Die brennende Sparring. Es geht um dieses Sparring mit Mo. Egal wie wer da aussah, das wurde schon veröffentlicht und ich habe nur im Nachhinein nur das auf meinem Kanal veröffentlicht, das war's. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn ein Mo, mit dem ich mich gut verstanden habe davor, gesagt hätte, ey Ben, auf ehrlich, lösch mal das Video. Das wäre nur ein Minisatz und das Ding wäre auch durch. Verstehe. Aber daraus eine große Sache zu machen, für einen Gangster in dem Fall oder für einen Motherfucker, der Kampfsportler ist, Digga, jeder Kampfsportler würde über sowas lachen. Die würden sagen, Digga, was ist das denn? Verstehe, und meine einige gehen, Digga, K.O. oder was weiß ich, und das Video ist trotzdem oben und dann heult ein Moon wegen ein Sparring, was nicht mal ernst war, ja, heult rum, weil ich das hochgeladen habe. Im Endeffekt, obwohl er nur schreiben könnte, ey, mach mal das Video auf privat oder lösch mal das Video. Okay. So. Ich wandle in meinen Augen Erwachsene. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe voll, was du meinst. Ich denke auch, wenn man das jetzt so mit Distanz betrachtet, ja, ohne dass ihr eine Beziehung habt, ja, ist das voll verständlich. Aber ich glaube, dadurch, dass man irgendwie eine Basis hat, dass man vielleicht sogar
sich auf Augenhöhe sieht. Weißt du, vielleicht dieses, ey, wir wollen alle hochkommen. Alles ist gerade wichtig. Jeder Kampf ist wichtig. Jede Präsentation, jedes Umfeld, jedes Training. Und dann von einem, mit dem man genau diese Dings hat, dass einer vielleicht was postet, wo man schwach aussieht, kann jemand schaden, Bruder. Weißt du, was ich meine? Und ich denke in den Kommentaren, weil das Video ist zu mir auch so angetreten. Boah, Mo Abdallah kassiert. Und der, boah, der sieht schwach aus und so. Und ich habe geguckt und ich habe auch, boah, der sieht schwach aus. Weißt du, was ich meine? Aber, ja, aber was sagst du denn zu dem Sparring von ihm und Sinan G? Wurde ja auch einfach so auch hochgeladen. Wo er Sinan G die ganze Zeit, auf den sollte auch locker sein. Und er hat bei Sinan G genau dasselbe gemacht. Checkst du, was ich meine? Also, bei Sinan G chillen. Und er hat das aus, bei ihm war es ja gezielt. Er hat richtig Gas gegeben bei Sinan G. Ja, ich meine, obwohl Sinan G meinte, guck mal, wir chillen. Und er hat richtig doll gemacht. Und er hat sich auf dieses Video aufgegeilt. Wenn du das vergleichst mit mir und ihm. Aber das Ding ist, Bruder, der hatte mit Sinan G auch keine Beziehung. Weißt du, was ich meine? Egal, aber er hatte mehr mit Sinan G zu tun, mäßig, engeren Bezug zu Sinan als mit mir. Verstehst du, was ich meine, in diesen Jahren, die vergangen sind? Verstehst das Ding ist, ich kenne Sinan, ich kenne auch Sinans Umfeld und ich kenne auch Mo sein Umfeld und die haben gar nichts miteinander zu tun. Bis dato ja, sogar, das war noch schlimm. Ich habe auch nicht mit Mo, wie gesagt. Ganz kurz, Mo, mein Bruder. Ich habe einmal in Düsseldorf getroffen und das war, als er gegen Smolly kämpfen sollte. So, das war das erste und letzte Mal, dass wir uns so mäßig gesehen haben und sogar seine Kämpfe, die er machen sollte gegen Sinan G und wie heißt das? Und wie heißt das? Kamran? War erstmal alles okay. Wie gesagt, Bro, man kann das so sehen und man kann das auch so sehen. Bruder, das ist auch im Endeffekt scheißegal. Safe. Aber Bruder, ich bin keine Fotze und denke mir so, okay, ey, ich habe jetzt einen Freund in meinem Leben verloren. Also Bruder, ich will dir nur zeigen, dass er falsch liegt, Digga, und das motiviert mich, den Jungen am Kampftag zu zeigen, Digga, dass er eine falsche Schlange ist und dass er das von außen sehen lassen will, dass, als wäre hätte er eine weiße Weste an. Verstehst du? Er macht diese Michael Smolik-Schiene. Oh, ich habe eine weiße Weste an. Ach nee. Ach, mein Gegner, er ist der Böse. Er will diese Filme machen. Guck mal, er kommt in mein Gym. Du musst bedenken, er kommt in mein Gym. Er fährt drei oder vier Stunden, kommt in mein Gym nach diesen Mannheim-Sache und kommt, Digga, will mir eine Ohrfeige hauen. Wie, einfach so oder was? Digga, überleg mal, er kommt, ja, und sagt, dass, was war seine Begründung? Dass ich ihn nicht gegrüßt habe oder so. Deswegen ist es sein Recht, mir eine Ohrfeige zu hauen. Ich hab das Video auch gesehen. Ich hab das gesehen. Ich sag dir ehrlich, diese ganze Dings war sehr kindisch. Weißt du, was ich meine? So, Bruder, ich sag doch selber, das Video, ich meinte schon zu dem Universum, die sollen das Video nicht hochladen und so. Ich wusste nicht mal, dass das Video aufgenommen wird. Ich meinte, Digga, lad das nicht hoch für mich. Ich feier das. Ich hab mir das Video angeguckt. Ich schwitze jetzt schon darüber. Verstehst du? Ich meine, ich geil mich nicht auf sowas auf. Ich hab das nicht mal einmal so richtig repostet auf meinem Insta. Ich schwöre auf meine Kinder, ich hab das nicht mal einmal auf meinem Instagram repostet, weil ich das nicht abfeier. Verstehst du? Das war eine Sache eigentlich zwischen mir und ihm. Persönliche Sache, deswegen, dieses Video ist für mich unnötig. Ich geile mich darauf auf und sage, oh, das ist geil oder so. Ganz im Gegenteil. Von mir, die können das Video, ich habe auch schon gesagt, die sollen das Video löschen. Aber Leute haben jetzt gesagt, in diese zensierte Stelle hast du Basie geholt und wolltest Dings. Bro, ich habe, egal was ich genommen habe, als es zensiert war, Bro, es war für mich persönlich und das war für mich eine Frechheit, dass er in mein Dings kommt, Gym kommt und mir eine Ohrfeige hauen möchte. Ist egal, was ich genommen habe, Bruder, ich könnte an dem Tag auch ein Messer nehmen und ihn in sein Bein stechen. Ist mir egal, weil Bruder, das ist genauso auch, wenn ein Löwe pennt, du gehst dahin, ja, und wächst ihn und dann wirst du gebissen. In dein Hals oder irgendwo, ist egal, was zurückkommt, aber du hast angefangen. Ja, aber Bruder, ich verstehe nicht, ihr seid doch Sportler, Bruder, warum? Ob ich jetzt Basie genommen habe, ob ich jetzt Stuhl genommen habe, es tut nicht zur Sache. Er sollte nur wissen, also er sollte diese Faxen nicht mit mir machen. Ich kann ihn auch mit Fäuste bearbeiten. Ich habe da trainiert gehabt, ich war fertig mit Training. Und dann kommt er und dann will er mich nerven. Guck mal, ich denke, ne? Ihr seid Sportler, weißt du, was ich meine? Das sage ich auch zu Mo. Ich mein, weil zu Mo, ihr seid Sportler, Bruder. Ich denke so, diese Sache mit so Schläger und mit Messer und so, Bruder, das hat nichts in eurer Sport zu suchen, Bruder. Das geht komplett in falsche Richtung mit sowas. Bro, ob ich jetzt, wie gesagt, was genommen habe oder nicht, du hast ja seine Aussage gehört. Er meinte auch schon so, du hast Glück, dass du in Hamburg bist und so. Du hast Glück, so nach dem Motto, wäre ich woanders, dann hätte er was anderes gestartet. Und er ist doch eh immer mit seinen ganzen Jungs und so immer unterwegs. Verstehst du? Ja. Und ich meinte zu ihm, Leute verstehen, wenn ich sage, ich bin alleine. Digga, ich bin immer, seitdem ich da kämpfe und seitdem immer die Sache ausartet, bin ich immer mit meinem Bruder. Deswegen sage ich, ich bin alleine und jedes Mal, wenn irgendwie sowas passiert,
bin ich auch alleine, weil, Digga, ich vertraue niemandem. Verstehst du, was ich meine? Und mein Bruder ist dem, den ich vertraue, und seinen Kollegen, und dann ist alles entspannt. Aber mein Bruder war nicht da, deswegen, Leute, verstehen, wenn ich sage, ich bin alleine, weil ich immer mich durchkämpfen muss. Verstehst du, was ich meine? Und wie gesagt, ich kann mich rechtfertigen, wie ich möchte. Eigentlich habe ich nicht mal Bock, weil er hat das verdient, was ich da gemacht habe. Weißt du, und das mit Eier treten war auch nicht geplant, gezielt auf seine Eier. Ich wollte eigentlich seinen fetten Bauch treten, aber hat nicht geklappt. Und habe ich aus Versehen seine Eier getroffen. So, und daraus wird jetzt wieder so gemacht, Digga, du bist mir vorzutreten, du trittst, Digga, Mo, ich scheiß auf Mo. Ich habe Mo vorgeschlagen, an dem Tag mit mir 1 gegen 1 im Gym, jetzt ohne, dass wir das irgendwie Universum austragen, weil das ist persönlich geworden, weil der Junge hat in meinen Augen sich verhalten wie eine Fotze. Guck mal, Bruder, du musst mir einen Gefallen tun, weil, einfach aus Respekt zu mir, weil wir sind am Telefonieren und der ist ein Freund von mir, Bruder. Du benutzt so Wörter, die sind sehr unschön, weißt du, der hat nicht so über dich geredet, verstehst du, was ich meine? Ja, aber Bruder, es geht mir nur darum... Nein, tu mir nur den Gefallen, wenn wir telefonieren, dass du nicht so über ihn so redest, weißt du, was ich meine? Bruder, ich sag dir ehrlich, egal wie ich rede, ne? Ja. Er kann nicht kommen und mir eine Ohrfeige hauen und sich mit meinem Bruder sogar noch anlegen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Es ist egal, wie ich rede, Bro. Ich respektiere das, was du sagst. Mhm. Aber die Art und Weise, wie er ist, weißt du, ich meine, was er gemacht hat, das ist ehrenlos. Er hat so viele ehrenlose Aktionen gemacht, dass ich gar keinen Respekt habe zu ihm. Mhm. Er kann nicht zu mir Hundesohn sagen, er kann nicht zu mir das und das sagen, er kann nicht zu meinem kleinen Bruder Bastard sagen. Mhm. Von so einem Typen habe ich null Respekt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Deswegen, ich verstehe schon deinen Punkt. Aber der Junge hat für mich keinen Respekt verdient. Und alle schützen ihn. In meinen Augen, alle, die mir schreiben auf Instagram, Digga, du bist mir vorzu, du hast ihm in seine Eier getreten. Leute, entspannt euch mal. Über seine Ohrfeige wird nicht mal einmal geredet. Da sieht man wieder schon, seine Leute, auf was für ein Holz sie geschnitten sind. Das ist so albern. Digga, der Mo hat, was er da gemacht hat, wird ignoriert, dass er mein Gesicht berühren möchte, obwohl ich trainiert, mäßig mein Arbeitsplatz, ein richtiger Dings, hätte eine Anzeige gemacht. Er kommt auf Dings meine Arbeitsstelle und will mich angreifen. Wann war diese Ohrfeige? War das jetzt in diesem Video jetzt? Diese? Er hat mich berührt, Mann. Er hat doch das Ganze ins Rollen gebracht. Und deswegen meinte ich, ist egal, was da zensiert wurde, was ich da gemacht habe. Mhm. Der Junge hat nicht das Recht, 3 Stunden zu fahren, um hier hinzukommen, ja, um mir eine Ohrfeige zu hauen. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was das du meinst. Das ist meine Seite. Und ich, ich bin keine Fotze. Deswegen sage ich, mit Mo ist mir egal. Wir können das machen, wir können das machen. Er ist nicht im Recht. Verstehst du, wenn du im Recht bist, wenn er im Recht wäre, okay, ich hätte gesagt, alles klar. Guck mal, Mo, dies, das. Und ich bin kein Dummkopf. Verstehst du, was ich meine? Aber wie gesagt, das, was alles passiert ist, er hätte die Sache anders handeln sollen und nicht so, wie er das gemacht hat. Und deswegen sage ich immer, ich weiß nicht, ob er sich verkauft hat, wie viel, ob er Fame-Guy ist, weil die Aktion, die er gemacht hat, für mich, das macht kein Mann. Guck mal, ich muss jetzt mal neutral, ja? Um jetzt mal auch als Sportfan, dass es wieder um den Sport geht, weißt du, weil das hört sich zu sehr so nach Straßenscheiß an. Und das Ding ist, Bruder, wenn es um Straßen... Wie bitte? Ich bin nicht Straße, Bro. Ja, weil ich wollte sagen, wenn das auf diese Straßenebene geht, es wird sehr, sehr unschön, weißt du, und das ist scheiße. Das ist nicht von meiner Seite, seit Tag 1 auch mit Tamran. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht Straße, verstehst du? Ich hab keine Leute oder was weiß ich, oder er ist der, der die Straße machen wollte. Er hat das auch im Video erwähnt. Er meinte, du hast Glück, dass wir hier sind und nicht da. So nach dem Motto, ich hab Glück, dass ich in NRW bin, sonst wäre die Sache ganz anders verlaufen. Guck dir mal das Video an, was er alles sagt, seine Aussagen. Deswegen sage ich, von meiner Seite aus der Straße brauchst du gar nicht kommen, weil ich mache diese Filme nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich mache diese Straßenfilme gar nicht. Ich bin immer gerade gewesen, ich habe meinem kleinen Bruder das sogar selber beigebracht. Diese Straßensachen, das ist unnötig. Ist auch unnötig, deswegen... Aber er hat so geredet, verstehst du? Er will diese Straßenschiene machen. Aber bei mir ist egal, im Endeffekt, wenn wir im Ring sind, ist er und ich alleine und dann deine Jungs außen können gar nichts machen. Dann müssen wir beide uns fetzen, verstehst du? Und dann ist das nicht mehr Straße. Da soll er seinen Jungs zeigen, aus was der Holz geschnitten ist, Digga. Also ich finde, zwei Sachen, die ich nur sagen wollte. Erstmal danke, ja, weil ich habe auch mein Chat gesagt, also, wenn du anrufst, du musst dich ja sowieso nicht zu nichts rechtfertigen. Ich würde auch vielleicht so, nicht, weißt du? Ich habe auch gar keine Kraft mehr, so Statements zu machen und bla bla bla, wo er und der Typ labert nur Kacke, alles was aus seinem Mund kommt, für mich gelogen. Ich könnte jetzt mit ihm auch face to face reden über die Sache, aber ich will die Sache nicht langziehen. Er meinte, okay, ich habe das und das gemacht, ich bin V-Mann, okay, ich sage, aber das ist keine V-Mann-Aktion gewesen und wir klären das jetzt einfach. Die Männer, dann gucken wir, ob man sich die Hand reicht oder nicht. Verstehst du? Aber er kann, wie gesagt, nicht in mein Gym kommen. Keiner würde das akzeptieren. Stell dir vor, ich hätte das bei ihm gemacht. Stell dir mal vor, ich fahre jetzt dahin, wo er ist. Ich gehe in sein Gym und hau ihm eine Ohrfeige.
Verstehst du? Und dann beleidigt er meinen Bruder. Er hat sogar Stress mit meinem Bruder. Mein Bruder wollte ihn krallen. Mein kleiner Bruder. Überleg mal, sagt zu meinem kleinen Bruder Bastard. Ich war am Trainieren, dabei ist er nochmal gekommen. Da sagt er zu meinem Bruder ist reingekommen und er saß da am Tisch. Und er sagt zu meinem Bruder, was guckst du, Bastard? Nachdem er das mit dieser Ohrfeige-Story gemacht hat, verstehst du, was ich meine? Und das wieder in mein Gym. So. Dann reden wir wieder von Respekt und dann sagt er, er ist Gast. Digga, was will er? Soll ich einen Teppich auf den Boden legen, damit er rübergeht? Was will er? Wenn er nach Hamburg kommt, kommt er nach Hamburg. Ich scheiß so hart auf ihn. Was will er? Soll ich auf die Knie gehen und sagen, oh, Moabi, danke, dass du Hamburg gekommen bist. Harbi, yo, yo. Was will er von mir? Verstehst du? Er sagt, ja, Digga, Gast ist König. Was für Gast ist König? Kollege, du bist kein Gast, du bist ein Penner, Digga. Nerv mal nicht, Digga. Die Art und Weise, wie du dich verhältst, Digga, das ist ein kleines Kind. Dein Körper passt gar nicht zu dir. Egal, ich will nicht auf dir reden. Jedenfalls, ich hoffe, dass ihr am Start seid und dann gucken wir einfach, Digga, weil ich habe auch keine Kraft mehr für den Jungen. Okay, ich wollte nur ein, zwei Sachen noch sagen, weil ich finde, natürlich, dieses Sparring hat auch die Sache brisant gemacht. Weißt du, was ich meine? Das hat es interessant gemacht. Jetzt wird es immer interessanter. Aber ich denke, ihr beide, ihr seid auf so einem hohen Niveau, weißt du, begabt. Ihr solltet das professionell machen, weil ihr habt Profi-Potenzial. Weißt du, was ich meine? Das heißt, diese, Bruder, auch egal, ich weiß ja nicht, was alles vorgefallen ist, ja, aber ich denke auch einfach für eure Karrieren, für eure Wege, ja. Ihr habt zu viel Potenzial, um das alles auf diese Straßenebene immer zu ziehen, weißt du? Nee, wie gesagt, von meiner Seite aus kommt diese Straßenfilme nicht. Mhm. Ich hoffe, das hast du auch zu Mo gesagt. Ja, er kann diese Straßending gerne machen, ich habe kein Problem damit, ich bin so ein Mensch, wenn du was machen willst, keiner hält dich fest, verstehst du? Aber wenn er diese Schiene macht, er muss auch bedenken, guck mal, ich brauche keine Leute, verstehst du, was ich meine? So, um ihn auch aufzufinden und so, weil es ist eine Sache, egal welche Jungs hinter ihm stehen, wenn er mit Familie oder wenn mit irgendwas kommt, die werden das auch verstehen, wenn auch von meiner Seite auch was kommt. Und dann werden die Leute ihnen auch nicht mehr helfen, verstehst du, was ich meine? Weil die Straßenjungs haben auch ein Gehirn und wissen, wo auch Stopp ist, verstehst du, was ich meine? Und wenn er denkt, er kann sich viel erlauben, dann kommt auch auf jeden Fall auch was von meiner Seite, da fahre ich auch gerne, verstehst du? Aber lass uns nicht über sowas reden, weil diese Sachen, das macht keinen Sinn, wenn wir über sowas reden, weißt du, weil das geht komplett in die falsche Richtung. Und, ich hab ja gesagt, von meiner Seite aus kommt nichts, aber er hat ja im Video erwähnt, dass er diese Schiene machen will, verstehst du? So, er hat das öffentlich gemacht, schon. Okay. Ich bin nur der sich verteidigt, verstehst du? Okay, Ben, ich danke dir für auch deine Zeit, ja? Ach, gar nichts los, ja, eigentlich, wie gesagt, Thema super unnötig. Eigentlich, Digga, müsste man sich über was anderes unterhalten, weißt du, was ich meine, aber nicht über sowas. Ja, ich denke auch vor allem, es ist jetzt, ihr habt die Sache für euch beide sehr wichtig gemacht, weißt du, was ich meine, weil egal, wer jetzt da als Verlierer rausgeht, so, es wird sehr, sehr so viel verloren sein, weißt du, man hätte es auch einfach sportlich lassen können, verstehst du, wie ich meine, ja, jetzt, für mich ist ja jetzt ist sowas, was gibt es denn daran, weil es ist so sehr persönlich geworden irgendwie, weißt du, wie ich meine. Ja, für mich ist es immer noch sportlich, ne? Das ist ja wie er und nicht, ich will das nicht mit Synergy vergleichen, aber bei ihm aus Synergy war ja fast genau dasselbe. So. Die haben sich ja auch richtig gezankt und im Endeffekt Gras übergewachsen, verstehst du, was ich meine? Und bei uns wird das jetzt genauso auch sein. Nicht so wie bei Sinan, das ist jetzt persönlich geworden, weil ich finde, wie gesagt, das, was er macht, wie er die Sache auch übertrieben hat, ist nicht korrekt. Aber alles gut, weißt du? Okay, okay. Sowas gehören zwei, Digga. Er will es wissen, ich will es wissen und so lassen wir es stehen, weißt du? Okay. Guck mal, ich sehe auch hier der Chat, die haben auch alle Fragen auch für sich gestellt. Ich wollte auch meine Fragen nur wissen, weißt du? Alles und, gut. Ja, Mann, ich kann mir vorstellen, viele rufen dich sicher an oder wollen wissen und was weiß ich. Weil das Thema bei uns war erstmal, ist das Beef, ach, ist das echt oder ist fake? Verstehst du, was ich meine? Bro, ich sag dir eine Sache, Bro, ich bin ein Hurensohn, wenn ich Fake-Sachen mache. Deswegen sage ich dir, das, was da passiert ist, ich feiere sowas nicht, verstehst du, was ich meine? Deswegen sage ich ja, ich verstehe das nicht, ich will mich nicht wiederholen. Aber alles gut, ich verstehe dich. Jetzt hoffe ich, ich habe ein paar Fragen beantwortet. Ja, Mann. Und fertig, weißt du? Ja, ja. Wir reden gerne in Zukunft über andere Sachen, weißt du? Ja, Mann, hoffen wir mal. So, ich wünsche dir natürlich auch alles Gute für deinen Kampf. Danke. Ich hoffe, dass ihr auch danach einfach auf sportlicher Ebene auch wieder so ganz normal in die Augen schauen könnt, reden könnt und so, weißt du, weil wie gesagt, ich glaube so... Das ist immer situationsbedingt, weißt du? Man kann das so leicht so ansprechen, aber das ist immer situationsbedingt, weißt du, was ich meine? Okay, ich danke dir, ja? Okay. Okay, bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. Und egal, wo ich auch bin, meine Stimme, die geht hier.